Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar befinden wir uns heute in Thüringen, in Reichenbach. Der eine oder andere wird es kennen. Und zwar sind wir auf der Suche nach der UV-Rotfeder, also nach dem Eingang der UV-Rotfeder. Und wir haben natürlich schon einige Sachen entdeckt. Auch hier im Hintergrund ist ein Eingang zu sehen, wie man sehen kann. Und wir wollen uns mal anschauen, was es hier alles so zu sehen gibt, wie es drin ausschaut. Wir genießen das schöne Wetter, unseren Urlaub hier in Thüringen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß bei meinem Video hier aus Reichenbach in Thüringen. Euer Beatmaster TV. So, wir gehen jetzt rein in den Stollen. So. Wir sind jetzt hier in Reichenbach. Dem einen oder anderen wird es was sagen, Reichenbach. Das Bergaufgehen, das macht mich wieder so richtig schwitzig. Hier in Reichenbach, Thüringen, gab es die Untertageverlagerung Rotfeder. Und wir wollen uns praktisch einige Stollen anschauen. Wir waren gestern Abend schon mal oben gewesen, haben die ganzen Eingänge gecheckt. Also, es ist wirklich ziemlich groß drin. Das Ganze nennt sich Kirschberger Glück. Für den, der es nicht weiß. Hier kann man auch noch alte Eisenbahngleise erkennen, sehen. Noch am Boden noch erkennen, dass da Schwellen drin gewesen sind. Das wurde alles zurückgebaut. Und ich habe gestern das Vergnügen gehabt, mit dem Besitzer hier zu reden. Kann man auch noch alte Schienenstränge erkennen. Und hier befinden wir uns an einer alten
Förderhaspel. Hier wurde praktisch der ganze Aushub nach unten befördert. Ich hatte gestern vermutet, dass es nach oben befördert wird. Aber dem war nicht so. Hier ist praktisch das Gleis ins Nix. Stränge sind natürlich alle verrostet. Große, große Brocken sind runtergekommen. Man kann da hinten noch weitergehen, aber das tun wir uns jetzt nicht an. Also wir haben gestern mit dem Besitzer geredet. Und er war natürlich nicht so begeistert, dass hier der Tourismus stattfindet. So, wir schauen mal weiter. Hier sieht man sogar noch den großen Schienenbogen von einer Kurve. Also das Stollensystem hier am Kirchberger Glück ist wirklich enorm groß.
Hier gelangen wir praktisch in eine der großen Abbauhallen. Es ist ziemlich, also wir haben eine ziemlich hohe Luftfeuchte heute. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Sohlen es hier gibt am Kirchberger Glück. Aber man kann gut erkennen, hier geht es überall steil runter. Wir sind praktisch mit auf dem Weg nach draußen.